So, und damit willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play. Ihr kennt mich ja, ich zeige natürlich auch sehr gerne neue kleine Spielchen. Und auch die Grafik ist ja nicht immer so wichtig für mich. Und heute gucken wir mal in Balthasars Dream rein. Gerade eben haben wir schon gesehen, oh, das Herrchen von dem Hund hat einen Unfall gehabt. Und wir sind dieser kleine Hund und begeben uns jetzt auf die Reise in den Traum von Balthasar, um unser Herrchen zu finden. Das ist so eine Art Spiel, wie es früher auch mit den ganzen Nintendo-Spielen war. Das heißt, wir schauen auf der Seite drauf und hüpfen schön durch die Gegend, à la Mario. Und wir können jetzt hier natürlich unseren Hund aussuchen. Und wir nehmen einfach mal, wenn ich jetzt gerade so gucke, den deutschen Schäferhund natürlich. So, hier sind wir jetzt. Mit den Pfeiltasten steuern wir das. Wir springen auf Leertaste. Das ist der Geist von unserem Herrchen. I'm so happy. I thought I was stuck here, alone. Nein, alleine bist du nicht. Und auch nicht für immer alleine, wir sind da. Wenn irgendeine Idee haben, wie wir rauskommen. Okay, also als erstes sollen wir jetzt den Kühlschrank finden. Oben war eine fette Spinne. Mit Leertaste springt man. Vor uns sollte der Boden leicht rutschig sein. Ah ja. Alles kein Problem für uns. Okay, er ist etwas verwirrt, weil er ein Geist ist. Das hätten wir ihm auch vorher sagen können, wenn wir da so hoch gucken. Aber wir können ja nur knurren. Okay, und jetzt weiter vor. Und da hat es uns schon gelegt. Okay. Nicht schlimm, alles gut, alles gut. Okay, da ist eine Couch. Das ist ein Checkpoint anscheinend. Okay, ich muss erstmal klarkommen. Alles klar, schaffen wir. Bisschen fummelig. Okay, ich bin da mit der Tastatur anscheinend nicht so der Pralle drin, aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das. So. Hier ist wieder ein Checkpoint gewesen. An den haben wir rangepinkelt im Übrigen. Ich möchte das nur anmerken. So, da haben wir wieder eine Couch, die ist ein bisschen weiter weg. Okay, alles klar. Ich muss natürlich erstmal die Flugbahn so ein bisschen drauf haben. Wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre, in dem es um Level geht, hätte ich, glaube ich, schon verloren. Aber geschafft. Das ist ein verrückter Ort, das ist uns auch schon aufgefallen. Wir sollen aufpassen mit den Tischen vor uns, die nicht sehr stabil auf uns wirken. Erstmal ein Checkpoint. Okay, alles klar, verstanden. Aber sie erneuern sich, die Tische. Okay, wir kommen nur an diesem Seil hoch. Und ja, wir haben anscheinend gerne mit diesen Seilen gespielt früher. Bestimmt dran rumgeknabbert. Diesmal dürfen wir auch. Okay, verstanden. Aber erstmal brauchen wir diesen Checkpoint. Okay, also wir haben auch eine bestimmte Haltdauer erst. Also wir können nicht die ganze Zeit uns festhalten. Wir sind der beste Kletterer überhaupt.
Und unser Herrchen geht es nicht gut. Er kann sich an nichts erinnern. Aber er vertraut uns und das ist die Hauptsache. So, es ist auch ein bisschen tiefsinniger alles. Also... Okay, so nicht. Moment. Okay, wir kommen auch nicht so hoch. Nee, dann fallen wir wieder. Direkt im Wechsel muss ich ranspringen. Okay, wir sind wieder ganz unten. Ist auch nicht schlimm. Wir haben es ja jetzt mittlerweile drauf. Okay, da wären wir jetzt fast rangekommen. Nein. Okay, geschafft. Und auch hier geschafft. Langsam klappt's. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Und hoch. Und hoch. Geschafft. Oh oh, ein Staubsauger. Davor haben wir anscheinend Angst als Hund. Klar, der ist auch laut und nervt und... Hier ist anscheinend einer, der uns... Oh, da haben wir Angst vor, okay. Wow, alles klar. Alles klar, also entweder wir... Bisschen schwer gerade, mal schauen. Wir müssen das natürlich hinkriegen. Oben ist meine Angstleiste. Wir haben jetzt unsere Angstleiste wieder hoch. Und haben es geschafft, okay. Hui, das war schwer. Wir kriegen so einen Schub, so einen Angstschub und den müssen wir zum Sprung nutzen. Ich weiß, das Spiel ist jetzt natürlich nicht für jeden was, aber ich wollte halt mal reingucken. Ich habe auch gehört, es ist nicht so lang. Da vorne fährt auch ein Staubsauger. Okay. Wow, alles klar. Dann müssen wir da an das nächste Seil hüpfen. Nein, Moment. So. Wie kommen wir denn da hoch? Muss ich kurz überlegen. Der Staubsauger gibt uns ja, wenn seine Druckwelle uns erreicht, so einen Angstschub. Ich glaube, ich muss ihn komplett durchfahren lassen. Dann springe ich auf den ersten Tisch. Dann auf den zweiten. Nee. Ah, wie mache ich denn das jetzt?
Ah, okay, so soll ich es machen. Also man kriegt mit den Schub, muss man dann nutzen, um zu springen. Ist ein bisschen schwer. Man kann das nicht so super planen. Also hätte man Leben, würde man die, denke ich, ziemlich stark aufgrund dieser Staubsauger verschwenden. Und immer gibt es ein paar kleine Gespräche zwischendurch. Ja gut, sowas ist jetzt nicht so wild. Okay, da hätte jetzt die Angst weg sein müssen, eigentlich. Ihren Maximum erreichen müssen. Echt? Okay. Wieso kriege ich den Schub nicht? Okay. Nein! Da war eine Wand. Ich habe das nicht als Wand gesehen. Ach, Helly. Okay, nochmal. Und jetzt. Okay, wieder geschafft. Wir kommen näher. Es wird gefährlicher und wir kommen näher. Alles klar. Und dann hängt ein Kronleuchter in der Wand. Schaut euch das an. Okay. Es hat doch alles so einen leichten, ja, arabischen Touch. So einen warmen Touch. Okay, was ist das? Da darf ich nicht rankommen, glaube ich. Okay, ein bisschen vor, ein bisschen vor, ein bisschen vor. Noch ein bisschen. Okay. Halt. Immer an den Hydranten pinkeln. Ah, okay, wir haben also Angst vor der... Okay, das hätte ich, da hätte ich... Okay, wir dürfen ja nicht dagegen laufen. Was auch immer das... Was ist denn das? Ist das das ist doch keine Schokolade. Was ist denn das? Egal. Okay, bis jetzt geschafft. Okay, da fallen irgendwelche hässlichen... Okay. Trauben runter? Oder... Ich guck mir es gerade an. Wir dürfen also auch nicht auf diese komische, was auch immer es ist, So. Jetzt hat's geklappt. Ich hätte nicht so hoch gehen dürfen. Haben bestimmt jetzt die Hälfte von euch schon gesagt, mein Gott, spring doch woanders hin. Alles klar. Ui, okay, da muss jetzt reagiert werden. Von da oben kommt jetzt ein Tropfen. Okay, verstehe. Bis jetzt noch alles gut? Nein! Okay.
Ach, ja, schön. Das ist früh morgens, wo ich das hier aufnehme. Na? Ich bin kaffeemäßig gestärkt. Also das hängt damit nicht zusammen. Ihr wisst, ich trinke gern Kaffee, aber das ist nicht der Grund gewesen. So, looks like we got company. Eine Katze! Die holen wir uns. Nee, hier ist nichts, die schnappen wir uns, oder? Okay, die Katze ist also heftiger als wir. Das heißt, wir haben sogar Angst vor Katzen. Was ist das für ein Hund? Das ist ein deutscher Schäferhund, der hat keine Angst vor Katzen. Auch wenn sie so ein bisschen seltsam aussehen. So, pass auf. Also, hier rüber, dann tropft's. Ja. Gut. Okay, und weiter. Nein. Nein! Man übersieht, obwohl man weiß, dass da diese Gefahren lauern, übersieht man sie aufgrund der doch recht bunten Optik. Okay. Nein. Also das tropft doch genau in dem Moment. Verdammt. Werde ich auch getroffen? Nein, alles klar. Komm her, Steinchen. Huiuiuiui, geschafft. Ein Checkpoint. Autsch. Nein. Nein. Man hat ein bisschen Zeit. Geschafft. Unser Ball. Unser Lieblingsball. Damit hatten wir anscheinend sehr viel Spaß früher. Jeder Hund hat seinen Ball oder seinen Stock oder sein kleines Kuscheltierchen. Okay. Okay, wir machen das jetzt mit F und können ihn schmeißen. Erstmal nehmen wir ihn jetzt mit und gucken, was wir damit so anstellen können. Wieso habe ich denn hier Angst gekriegt? Okay, das muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Also, wir können ihn ja hier unten reinwerfen. Das ist wohl auch der Sinn der Sache, aber... Was mache ich dann? Als Hund? Ah, ich verstehe schon. Ne, aber ich krieg doch sonst diesen Angstschub. Okay, ich verstehe. Moment. Also, wir lassen den kleinen Ball hier rein. Nehmen Anlauf und zack, spring rüber. Wow, drei Katzen. Wah! Noch nicht schon wieder hier. Okay, jetzt komme ich kurioserweise nicht mehr drüber. Woran liegt das? Woran liegt das?
Etwas seltsam ist es. Jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Muss ich jetzt wieder hier oben erstmal hoch? Das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden, warum ich hier oben den Ball durch diese Lüftung werfen muss. Aber okay, so. Jetzt geht meine Angst runter. Oh, und ich laufe in die falsche Richtung. Ja. Ich dachte, ich hätte hier angepinkelt. Ach ja. Sehr cool. Wir haben gerade eben diesen Ball in diesen Korb geschmissen. Ich möchte das nur anmerken. Wir sind Basketball-Hundestar. Angepinkelt. So, meine Katzen. Bitteschön. Okay, das hat funktioniert. So. Aber was jetzt? Nein. Ich denke, ich muss irgendwie nein, so auch nicht. Kann es ja auch nicht sein. Was passiert, wenn das da runterfällt? Ah, jetzt sehe ich das. Okay, alles klar. Moment. Nein. Jetzt aber. Irgendwie ein Ticken anders. Das hat geklappt. War das so gewollt? Ich hoffe doch. Okay, ich muss aber auch wieder in diesen Basketballkorb. Ist gar nicht mal so einfach. Ja. Und jetzt? Hey! Okay, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so schmeißen muss, dass ich raufspringe und dann da oben hin. Aber ich denke schon, dass ich den da... dass ich den in den Korb bringen muss. Das ist aber gar nicht so einfach. Okay. Fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Okay.
Nein, 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 nicht weggehen. Gar nicht so wild. Alles klar, mussten nur mal abwarten, wie der Rhythmus so läuft. We're in trouble. The only way ahead is blocked by... meanest, fattest cat I've ever seen. Eine fette Katze. Wir haben aber unseren Ball dabei. Die Katschulu... Ach, herrje. Oh-oh. Ja, viel Glück wird uns gewünscht. Jetzt schauen wir uns mal an, was das für eine fette Katze ist. Ach, herrje. Ist das der Endgegner des Spiels, oder... Oh, alles klar. Komm her. Bin etwas konzentriert gerade. Ich meine, es ist jetzt nicht, glaube ich, so wild, aber wir müssen da halt mal hoch. Und das können wir nur, wenn wir uns nicht zu blöd anstellen. So, jetzt mal kurz warten. Nein! Mensch. Was ist das für eine Katze? Ist ja unglaublich. Ist die Katze... Nein. Albtraumkatze. Oh Mann, das kann's doch nicht sein. Oh, wie gemein.
Dieser fliegende Teppich da oben. Oh nein. Okay. Ist ein bisschen anstrengend. Aber wird schon werden. Alter, sind hier viele Katzen unterwegs jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt sind wir wieder oben. Das... Da scheißt er uns die Katze auf den Kopf. Ja, wir müssen das alles schneller machen, bevor hier zu viele Katzen sind. Also die Zeit, in der diese fliegenden Teppiche fliegen, die geben einen so eine ganz komische Reaktionsphase nur. Ja, klar. Jetzt haben wir ihn. Huhu! Glücklich. Nur glücklich, dass wir genau zu ihm gefallen sind. Okay. Sind wir angekommen? Was war das? Oh nein, unser Herrchen fühlt sich kalt an. Nein, nein, nein. Oh, bitte nicht. Je nach der ganzen Sache. Was ist das denn? Okay, und jetzt schnell hinterher. Da ist der Kühlschrank, zu dem wir am Anfang sollten. Und das war so eine Art Kälte. Gefrier. Frozen Monster. Also ein gefrorenes Monster. Und jetzt sind wir in Chapter 2. Und Chapter 2, wenn es euch gefällt, zeige ich im zweiten Video. Und bis dahin, viel Spaß. Das war Zigaro mit Balthasar Stream Chapter 1. Tschüss.